Hallo und herzlich willkommen zu Transocean 2 zusammen mit dem Markus. Servus, Leute. Ich hab richtig gute Laune. Hier wird Geld verdient. Ein Firmenwert kann ich nicht mehr überholen. Oh, gleich gibt's, glaube ich, noch einen zweiten Tanky Mac Tank. Das war viel ruhiger, Transocean 1, wo du keine Gegner gehabt hast. Da hast du einfach Ja, da hat man sich noch gespielt, nicht geärgert. da Da hast du hat einfach man sich gefreut, dass gespielt. man Geld verdient Das hat. war einfach schön. Aber das jetzt, das Yes. ist ja irgendwas. Ich mag Tanky. Ja, ich dich auch. Aber ich krieg gerade gar keine Punkte in vielen Regionen. So. Aber Tanky wird jetzt Oh, zunächst erstmal repariert. Da kann sich schon wo was ist holen. denn? So, da ist noch einer irgendwo. Was hast du gerade so auf dem Das ist Konto? oh, 12 Mille. Okay. Halt nicht so die Welt. Okay, jetzt sind 17, 16 Millionen. Keine Ahnung, wieso aber mal. Aber ich glaube, du bist noch immer mit dem Wert, Firmenwert, weit, weit, weit drüber. Du bist bei 60 Millionen, ich bin bei 30. Ich bin jetzt aber schon über dem Niveau wie letztes Mal. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Danke, dass du mir das sagst, dass mein Schiff fertig repariert ist. Der steht in Lissabon. Und noch Dublin, Boah, Felix, man müsste du. mal Fuhren haben, wo der Hafen so viel Öl da hat, wie Tanky mitnimmt. Dann gibt Tote. Dann kriege ich 20 Millionen, wenn der anlegt. Ja, genau. Du mich auch. Das Geile ist, du hast halt alle drei Schiffe in Nordamerika, Südamerika. Ich habe jetzt dir ein bisschen aufgeteilt. Naja, ist aber auch Leider. gut. Was? Na, ich krieg die Punkte nicht zusammen, dass ich was kaufen kann. Also Gesamtzeit-Cashflow sind übrigens 32,6. San Antonio, Sand, das ist zweit. Wenn dann Buenos Aires, was ist? Was gibt's denn hier mal für eine coole Fahrt, was Tanky machen kann? So, das sollte er fahren, das ist gut so. Fahr, haut er zwar ein bisschen die Punkte, aber ist mir egal, scheiß drauf. So, 19 Millionen hätte ich jetzt zum Konto. Bin gerade überlegen, ob ich noch was kaufen soll, den Schiff gleich. Ja, ich habe auch welche, ich mir noch zwei kleine hol. Zwei kleine, ja, genau, hab mich doch auch. Oder doch lieber ein großes. Was sagst du denn? Ja, ich sag gar nichts. Algier, Bergen, Stockholm, Algier, Balboa, Manus. Tanky Mac Tank Tank wird geprüft. Hä? Was heißt geprüft? Ja, Ich hoffe, hier das dauert ein soll. paar Tage. Ehrlich? Ja, ich hoffe es für dich. Soll ich mir ein Tankschiff holen, wo 3 Millionen komische Barrel reinpassen? Sind Was Tankschiffe eine wirklich so lukrativ? Viertelmilliarde? Was? Sind Tankschiffe wirklich so lukrativ? Also ich finde, das läuft gut, aber du kriegst die auch nicht ausgelastet, weil die Häfen nicht so viel Sprit dabei haben, wie die Schiffe mitnehmen können. So, es kommt davon, wo du wegfährst. Aber es ist selten, dass ich den mal mehr als 50% ausgelastet habe. Was kriegt denn der Rock noch mit? So, ich habe ein Dankschiff jetzt auch. Ja. Ja, Krieg ich genau. gleich auch eins. Noch eines. Du bist Ja, vielleicht auch zwei. Ich gemein, du muss mal bist schauen, wie das mit dem gemein, Geld aussieht. du bist gemein. So, Weltkarte. So, da haben wir 62 Punkte, 65 oder 70 brauche ich, dass ich da was kaufen kann. Ich habe jetzt die komplette Welt abgedeckt. Ich habe in Europa welche, ich habe in Afrika welche, ich habe in Südamerika welche. So, Rotterdam, Doch St. voll nice. Petersburg, Dublin. Hamburg, Felixstowe, zack, weg damit.
74, ich glaube mit 70 ist es gegangen. Le Havre, schauen wir mal. Da, Zweigstelle. Wieso kann ich das nicht? Achso, das ist Süden gerade. Scheiße, das ist Mittel. 74. Ah, ich muss immer die auf. Das ist jetzt gerade Urstress. Das ist gerade wirklich. Oder ich hole mir mal ein großes Containerschiff mit mehreren, mit 7000 Toll oder so. 5000 Toll? Was gibt's denn so? Könnten wir auch in 70.000 Kubikmeter irgendein Schiff holen. Wieso ist der Bau nicht? Achso, ich habe das Geld gerade nicht. Deswegen ist der Bau nicht möglich. Ich denke mir gerade, wieso kann ich nichts bauen? Kann ich keine Zweigstelle errichten? Aber ich habe gerade die Kohle nicht dafür. Natürlich bitter. So, Hamburg, Reykjavik. Fahren wir nach Reykjavik? Reykjavik. Na, ich fahr nach Bergen. So, wir sind da unten, Kampfstadt. Oder nach Lagos. Was bringt mehr? Nach Lagos. Ich habe mittlerweile schon Probleme bei drei Schiffen, dass ich hinterherkomme mit dem. Es ist gerade extrem heftig. Ich überlege gerade, ob ich ein Schiff auf automatisch mache. Aber ich versenke, glaube ich, jetzt eh noch ein kleines, weil ich schaue gerade die ganze Zeit auf die Sachen. So, warte mal, da hier oben kaufen jetzt. Dublin. Das Reparaturdock in Dublin wurde gekauft. So. Hast du dir was gewonnen? Ja, ja. Bringen die Dinger eigentlich was, die Docks? Sicher, die bringen. Das bringt 2000 in der Woche. Ah, 2 Millionen in der Woche. Ach so. Ich hab die deshalb immer. Wusste nie, was ich mit den Docks soll. Und kostengünstigere reparieren und so weiter. Dublin, Rotterdam, Hamburg. Na gut, schenke ich einmal Tanky McTank Tank los und dann ist eh vorbei. So, was haben wir da? Stockholm, Anchorage. Hamburg. Ich tue die ganze Zeit jetzt die nur. Die Runde endet in 10 Tagen. Ich tue die ganze Zeit jetzt nur hin und her schicken. Ich komme zu nichts anderem mehr. Wenn ich jetzt nicht bald schaue, dass ich auch reparieren muss, dann wird sowieso irgendwas. Ja, reparieren ist echt so eine Sache. Du musst gucken, wohin der fährt, dass du meine Stadt erwischt, wo repariert wird. So, der fährt mal jetzt nach Valencia, St. Petersburg, Bergen. Alle sind unterwegs. Weißt du, wie viel Geld ich habe? Ich habe mich jetzt mal 2-3 Minuten nur aufs auf. Hör auf, sag's gar nicht, sag es gar nicht. Ich will's nicht wissen. Ist besser so, glaub mir. Wie viel hast du? 66,7 Millionen. Jetzt habe ich 70. Tanky ist gerade angelegt. Mhm. Ich mag ihn. Der Regionsbonus aus Nordamerika Ost wurde ausgelöst. Was heißt der Regionsbonus? Was bedeutet das? Weil ich glaube ich 3 von den 5 Standorten habe. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber ist so. Was ist denn mit Tanky? Tanky macht jetzt mal 7 Tage Pause. Wo bin ich denn jetzt da? Was ist 7 Tage Pause? Reparieren. Einmal auf 100% hoch. Dann habe ich in der dritten Runde frische Schiffe. Habe ich mir gedacht, in Dublin kann ich reparieren. Ich muss jetzt eh schauen, dass ich jedes, wenn reparieren geht, dann muss ich es reparieren. Das bringt sonst nichts. Du musst, also ich würde sogar darauf achten, dass du wirklich darauf achtest, dass du eine. Alter. Geh mal bitte auf Reederei-Vergleich. Ich und kann auf jetzt nicht. Finanzen. Warte. Ich gleich wieso. Meine Kurve geht senkrecht. Du bist doch ein Arschloch. Ich glaube, Tanky bringt es einfach. Tanky bringt wirklich, wirklich was. Ja, ja, Tanky macht Millionen. Ich habe auch einen Tanky. Die Runde nee, du hast nicht Tanky McTank. Ja, ich habe nicht Tanky McTank, aber ich habe einen Tanky.
Das muss reichen. Halt, der heißt nicht Denke, der heißt Handy Max. Handy Size, Fido und Handy Max. So, was kann ich jetzt? Kann ich gerade nichts machen, oder was? Ja, das ist verloren. Eindeutig verloren. Bin mal gespannt, wie sich das Spiel so noch mit der Zeit verändert. Wie viel Änderungen, wie viele Varianten man da einfach noch drin hat. Oder ob es dann einfach so richtig verfahren ist irgendwann. Das könnte sein, ja. Das ist da irgendwie... Es geht aber viel, viel schneller mit dem Geld als beim Einzelteil. Ich glaube auch, dass das extra Multiplayer-mäßig ist, so schnell. Damit du halt Multiplayer in 2 Stunden auch was schaffst. Halt, es ist meiner Meinung nach zu schnell. Ja, es geht krass. Es ist unglaublich. Gerade wenn du Tanky fährst, ne? Boah, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich denke mal, was ist jetzt aber los? Ich bin gerade so konzentriert gewesen beim Aussuchen von den Dingern. Ja, schön. Strafe, Konto überzogen. Ja. Hat man jetzt kein Bargeld mehr, oder was? Nein, ich hatte keines kurze Zeit. Ach so. Aber ich hole auf. Gewinnoptimierung. Ich hole auf. Was bedeutet das? Halt machen für die nächste Runde. Aber was müssen wir machen? Häufig so viele Gewinnbeteiligungen an wie möglich. In dieser Runde gibt es Siegpunkte für gespendetes Geld. Am Ende der Runde gibt es Siegpunkte für die meisten Gewinnbeteiligungen. Jol, lol, 10 Millionen Spenden für einen Punkt. Für einen Punkt. Ja, ich schaff's aber nicht mehr. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Das ist halt, du hast den nächsten wieder. Du hast den nächsten wieder, kriegst du wieder. Es ist unmöglich, dass ich da noch was mache. Was sind eigentlich diese Dinger, die sich oben immer aufbauen? Was ist, was sich oben aufbaut? Ja, diese Links, diese Kästchen mit wegklicken. Ja, das sind nur die Informationen. Halt. So. Ah, Tanky, darf wieder eine Runde drehen. Tanken darf er gleich auch noch. Und dann geht's jetzt auf eine frische Tanky-Tank-Runde. 50. 50 ist gleich zu wenig für Lima zum Kaufen, oder? Ja, brauche ich 80. Das gibt's nicht. Ich glaube, desto mehr du gekauft hast, desto teuer werden die anderen. Ja, du hast 4 Punkte und ich habe 3 Punkte. Was gibt's denn hier so mit Werkstatt? Ja, es ist unmöglich gerade. Ich komm nicht mehr vorwärts. Ich weiß nicht wieso. Aber guck bitte mal Finanzen die eine Statistik an, das ist witzig. So, wo bin ich denn da? Bin ich jetzt da? Valencia. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte da eigentlich in die Werft gehen, auf beliebig Tankschiffe. 25, 29, 36, 41, 33. So. Aufträge in die Max. Total faszinierend irgendwie. Ja, ich bin gerade voll am... Ich weiß nicht mehr, was ich mal alles machen muss. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch komplett fertig, aber... Nein, Rieke, will ich nicht. Ich will eher da oben bleiben. Wie viel Bargeld hast du gerade? Ich habe gerade ausgegeben erst was. Ich habe 10 Millionen. Sprich. Ich habe gerade 36 ausgegeben. Okay. Ich sag besser nicht. Du wirst über 100 haben. Nee, ich bin jetzt an die 100.
Aber ich verbox, glaube ich, jetzt gleich. Jetzt werden nachher meine Schiffe sinken, so wie es ausschaut. Ich habe 27%ige. Da würde ich jetzt aber wirklich, wenn du den nächsten Hafen aussuchst, nicht nach Fracht, sondern nur nach einem Hafen, der eine Werft hat, sonst sind sie echt gleich weg. Würde ich dir echt empfehlen. Ja, ich sehe aber nicht im Menü drinnen, was für ein Hafen das ist. Ja, du musst aber, ja, dann klickst du raus aus dem Menü, suchst dir auf der Karte, welche drei in der Nähe sind, die, Quebec, also so habe ich zumindest gemacht. Quebec, Dublin, Lissabon. Scheiße, das ist alles für ein Arsch. Quebec. Ablegen, so. Nächstes Schiff gleich. So, wir sind da oben. Wir wollen da oben bleiben. Felixstone. Wir werden Rotterdam annehmen. 2 Millionen ablegen. Zack. Ich bin nur mehr am Klicken. Regen. Aber weißt du, was wir jetzt auch gleich mal klicken werden? Nein, die Aufnahmetaste drücke ich nie. Das ist so uncool. Okay, du machst eh 30 Screenshots in einer Minute, ne? Ja, genau. Deshalb bist du am Drücken. Geilster Witz ever. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.